Also es gibt ja auch einige Fahrradstraßen, aber öfter fahre ich auch lieber auf dem Gehsteig, weil mir die Autos einfach zu schnell vorbeifahren. Man muss sagen, die Radlwege, die Partys gibt, sind meist zugeparkt. Oder man muss dann doch auf die Straße ausweichen. Ich bin mal jetzt in Kopenhagen gewesen, das darf man nicht vergleichen. Es ist schwierig in Coburg, weil die Straßen zum großen Teil sehr eng sind und das Straßensystem auch ein bisschen kompliziert. Aber man könnte mit Sicherheit schon noch einiges mehr machen. Fahrradfreundlich ist, wenn es genug Fahrradwege gibt, die auch breit genug sind, wo die Autos also mindestens 1 Meter Abstand halten müssen, weil es gar nicht anders geht. Ist in Coburg leider nicht überall der Fall. Keine Frage, Fahrradfahren ist gesund und schont die Umwelt. Also weg vom Auto und rauf aufs Rad. Aber wie ist es, in Coburg mit dem Fahrrad unterwegs zu sein? Unser Kollege Timo Schmidt radelt täglich zur Arbeit. Ich fahre immer von Kreilitz hier zur ITV Coburg. Da fahre ich über die Parkstraße und die Ketschendorfer Straße. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Manchmal natürlich hat man Autos, die einen sehr knapp überholen. Wir wollen es wissen, wo lauern in Coburg Gefahrenstellen? Bei der Ketschendorfer Straße ist es natürlich schön, dass man einen eigenen Radweg hat. Aber da hilft es halt auch nicht weiter, dass die Autos dort stehen. Das ist dann immer eine Hürde, das wird manchmal unangenehm. Weiter geht es in Richtung Innenstadt. Okay, erstmal absteigen und über den Marktplatz schieben. Die Straßen und Gassen in der historischen Altstadt sind eng und dicht bebaut. Jetzt geht es durch die Altstadt in Richtung Kino Utopolis. Hier können Fahrräder geparkt werden. Bei der Rosenauer Straße ist auch diese Fußgängerinsel, da bin ich auch vorbeigefahren. Da muss man auch aufpassen, dass ein Auto in dem Moment nicht einen überholt. In die Stadt Coburg kommen Radfahrer gut, sagt Marita Nering, Vorstand des ADFC Coburg. In der Innenstadt sei es für Radfahrer schwieriger, vor allem, wenn sie die Stadt nicht kennen. Über die Fahrradfreundlichkeit kann man sicherlich geteilter Auffassung sein, weil die Infrastruktur natürlich nicht optimal für den Radverkehr ist. Also der Radfahrer wünscht sich natürlich ein unabhängiges Wegenetz vom Autoverkehr. Das kriegen wir aber in einer historischen Altstadt natürlich nicht hin. Nachdem es schwierig ist, an der Infrastruktur viel zu verändern, weil wir einfach relativ viele enge Straßenräume haben, kann eine Variante sein, zum Beispiel Tempo 30 in vielen Bereichen einzuführen, was gesetzlich im Moment noch schwierig ist, aber wo ja auch der Bundesgesetzgeber dran arbeitet, um einfach das Miteinander ein bisschen leichter zu machen. Wir fragen nach bei der Stadt Coburg. Dort gibt es einen neuen Radverkehrsbeauftragten. Thomas Tippel stellt fest, in den letzten Jahren, würde ich sagen, ist das Bewusstsein auf jeden Fall immer größer geworden. Das heißt, auch hier in der Verwaltung, in der Planung, in der Stadtplanung spielt der Radverkehr eine immer größere Rolle und wird auch in allen Schritten immer mehr berücksichtigt. Das merkt man zum Beispiel an der Radwegemarkierung im Landkreis und auch in der Stadt in Coburg. Man kommt eigentlich mittlerweile relativ intuitiv von A nach B. Die Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt ist da sehr gut hervorzuheben und auch die Vernetzung zwischen den Radwegenetzen. Wir haben neue Radwege in den letzten Jahren geschaffen, die auch durchweg gut angenommen werden. Übrigens, auf die zugeparkten Radwege in der Ketschendorfer Straße hat die Stadt Coburg reagiert. Dort haben wir jetzt mit baulichen Maßnahmen tatsächlich gegen das Wildparken auf dem Radschutzstreifen vorgehen müssen, um da die Sicherheit zu gewähren für alle Verkehrsteilnehmer. Fazit: Coburg ist gut erreichbar. Im Stadtgebiet müssen Radfahrer aufpassen. Hier lauern einige Gefahren. Für Fahrradfahrer hat sich einiges getan, aber es gibt noch viel Potenzial nach oben. Und wichtig ist vor allem gegenseitige Toleranz von Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern.